In der Zwischenzeit haben die Sanitäter den bewusstlosen Fahrer des geflohenen Wagens zum Transport in die Klinik vorbereitet. Da der auf der Rückbank gesehene Rentner Karl im Stadtgebiet bisher nirgends gefunden wurde, erhärtet sich der Verdacht, dass der 68-Jährige entführt wurde und sich jetzt im Wald befindet. Dessen besorgte Tochter will die Polizisten bei der Suche unterstützen. Hallo. Hallo. Bin Yvonne Hütter. Ja. Die Tochter des vermissten Patienten Karl Hütter. Wissen Sie schon was? Wie kommen Sie denn jetzt hier hin? Verrückte Geschichte. Aber ich war an der Tankstelle und habe das alles irgendwie mitbekommen, dass mein Vater wohl in einem Fluchtfahrzeug saß. Und dann sind Sie hier hingefahren? Genau, genau. Okay. Ja. Und mein Vater schwebt halt wirklich auch in sehr, sehr großer Lebensgefahr. Ja, ja, davon wurde mir gesagt. Genau. Also ich würde sagen, Mathilda, dann nehmen Sie mit, ne? Weil wir können jetzt jede helfende Hand gebrauchen. Okay, ja. Na, also wäre super. Wie gesagt, also die Stunde ist aber wenn wir schon fast sich im Hintergrund halten, dann halten Sie sich auch zurück, weil wir wissen ja immer noch nicht, mit wem wir es zu tun haben. Ja, ne? Ja, perfekt. Zurück. Würde ich dann aufsteigen. Ja. Vielen Dank. Ja, aber hier rüber. Dankeschön. Mithilfe der von Spezialisten gesteuerten Drohne verschaffen sich Polizeikommissarin Melina Hoffmann und ihre Kollegin Mathilda Weiß zunächst einen Überblick. Anschließend wird die Umgebung mit der an Bord befindlichen Wärmebildkamera systematisch gescannt, um Personen aufzuspüren, die unter dem dichten Laub mit bloßem Auge nicht zu erkennen wären. Als dies ergebnislos bleibt, fliegen die Techniker mit der Kamera die Wege der Umgebung ab und stoßen endlich auf einen Hinweis. Da liegt ein Motorrad. Da liegt ein Motorrad. Mein Vater? Nee, nur ein Motorrad. Okay. Und wer war das? Da waren noch Leute, oder? Hast du es gerade gesehen, Mathilda? Ja, die sind... Ach du Scheiße, wir müssen da hinterher. Die Polizistinnen haben auf dem Monitor zwei Personen gesehen, die von einer Dritten in roter Jacke verfolgt werden. Daher gehen die Beamtinnen davon aus, dass Yvonnes Vater Karl und der unbekannte Beifahrer vor dem Biker fliehen und wollen die drei aufhalten. Scheiße, guck mal. Ich hab einen, Melina. Ja, nimm das einfach mal mit. Vorsichtig, ne? Halt, stopp, Polizei! Stehen bleiben! Polizei! Stehen bleiben! Polizei, stehen bleiben! Sofort! Scheiße. Hallo? Scheint sich um den Motorradfahrer zu handeln. Ja, da war doch jetzt einer mit dem schwarzen Hoodie. Unterdessen hat sich Maren, die Besitzerin des Fluchtwagens, von einem Taxi zu ihrem verletzten Freund Hendrik in die Klinik am Südring bringen lassen. Mein Freund wurde hier eingeliefert. Hendrik Wagner, ich muss dringend zu ihm. Ja, der befindet sich gerade im Schockraum. Ich kann Sie mal einmal kurz... Ja, bitte. Die Ärztin wird Sie sicherlich gleich aufklären. Ja. Danke schön. Hallo? Hendrik. Oh mein Gott, was ist denn? Ich bin Maren Kistner, ich bin Hendriks Freundin. Ist in Ordnung, wenn sie hier drin bleibt? Mm. War das ein Ja? Mm. Ja, okay. Frau Kistner, Sie müssen aber einmal ein bisschen zur Seite gehen, bitte, ne? Ja. So, sie können auch freundlicherweise die Tür zumachen und Sie dürfen sich auch gerne da hinsetzen. Und hier ist es ja sehr warm drin, Sie können auch gerne den Mantel ausziehen. Ja. Ne? Sie wussten jetzt gar nicht, was passiert ist. Nein, überhaupt nicht. Ich bin sofort von der Tankstelle, also mein Freund, stehen so viele Fragen offen. Er soll eine Frau angefahren haben, Glücksspiel, illegales Glücksspiel. Ich weiß nicht, dann mit Motorradfahrern sich geschlagen haben. Gut, also er ist ja auf jeden Fall, das lassen wir mal jetzt hinten anstehen, was auch immer da für Turbulenzen gewesen sind. Nur zu ihm ganz kurz. Ne? Wir untersuchen ihn jetzt, er ist ja gerade erst eingeliefert worden. Ja. Er hat natürlich einiges an Verletzungen. Ne? Also man sieht das ja auch einiges an Hämatomen. Ich wollte jetzt auf der anderen Seite mir die Wunde noch mal kurz angucken, weil er hat tatsächlich hier ein größeres Holzstück im Unterschenkel. Wir wechseln am besten mal die Seite, dann hast du ein bisschen mehr Platz. Und da müssen wir ihn natürlich gleich in die Radiologie schicken. Ich konnte natürlich verstehen, dass die Freundin unseres Patienten, Herrn Wagner, hier bei dem Anblick total geschockt war und dass hier auch sicherlich für Sie und allgemein unheimlich viele Fragen offen waren. Aber erstens war der Patient nicht in der Lage dazu zu antworten und dann mussten wir uns auch wirklich jetzt um ihn kümmern, weitere Untersuchungen noch durchführen, um zu gucken, wie schwer war er wirklich verletzt. Ja, das scheint ordentlich zu schweben. Ich mache ihn mal reisefertig, ne? Ja, genau. Hendrik, was ist denn passiert? Warum hast du dich mit dem Motorradfahrer geschlagen? Ich kann mir das überhaupt
überhaupt nicht erklären alles. Was ist denn passiert mit dir? Frau Kästner, das ist jetzt zu viel. Er wird die Fragen jetzt nicht beantworten können. Ich kann das verstehen, dass Sie sich hier wirklich Sorgen machen um ihn und dass Sie wissen möchten, was hier passiert ist. Würde mich jetzt auch interessieren, aber das zählt jetzt im Moment nicht. Ja? Er muss jetzt zum Röntgen. Okay? Ja. Jetzt habe ich Henrik endlich wiedergesehen und konnte nicht mit ihm vernünftig reden. Das war echt eine harte Geduldsprobe für mich. Ich hatte so viele Fragen, aber habe keine Antworten bekommen können. Auch Melina Hoffmann und ihre Kollegin konnten bisher nicht herausfinden, warum der Motorradfahrer den Flüchtenden in der schwarzen Jacke angegriffen hat. Deshalb hoffen die Polizistinnen, dass die Aussage des verletzten Bikers sie auf die Spur von Yvonnes Vater bringt. Denn der Rentner könnte jeden Moment einen tödlichen Zusammenbruch erleiden. Setzen Sie sich mal auf. Nee, das guck mal. Wir doch nicht mal. Hallo. Nee, jetzt hatte ich die Hoffnung. Guck mal, wir haben ja eine VKPW hier vorne. Ja. Okay, tut Ihnen hier irgendwas weh? Ja, mein Kopf tut weh. Ja, gut. Sonst noch was außer der Kopf? Nee. Sicher? Okay, sehr schön. Das ist jetzt auch wirklich gerade nicht böse gemeint, aber mich interessiert der Mann jetzt absolut nicht, weil ich möchte meinen Vater finden, wirklich. Und deswegen sind wir auch eigentlich Sie verstehen. Hier. Deswegen hätten wir auch eine Frage an Sie. Genau. Ja. Kennen Sie das? Das gehört auf jeden Fall meinem Sohn Nick. Ja, und die Campi auch. Also mein Sohn ist da beim Handballverein, das weiß ich. Und die tragen da auch alle so eine Campi. Aber das wissen Sie definitiv. Das ist definitiv das Handy von meinem Sohn Nick. Ja. Aber ich verstehe jetzt nicht, was mein Sohn hier mit zu tun hat. Also jetzt, keine Ahnung, jetzt... Können Sie sich das gar nicht erklären? Nein, gar nicht. Überhaupt gar nicht, nein. Mandy, ist doch komisch. Warum denn jetzt der Sohn? Ja, das macht gar keinen Sinn. Nee, deswegen, das verstehe ich auch nicht. Also vor allem, wer war denn jetzt der in dem schwarzen Hoodie? Wer war das denn? Es muss sich hier eindeutig um meinen Sohn Nick handeln. Die Frage ist nur, was hat der jetzt auch noch mit dieser ganzen Geschichte zu tun? In der Klinik am Südring ist inzwischen Marens Freund Hendrik aus der Bildgebung zurück. Doch obwohl der 25-Jährige inzwischen etwas wacher ist, wirkt er desorientiert. Und hat trotz des Unfalls und seiner Verletzungen ungewöhnlich gute Laune. Das lässt Ärztin Birgit Maas hellhörig werden. Herr Wagner, alles gut? Ja. Was machen die Schmerzen? Mir geht's super. Ja, das freut mich. Das freut mich. Bleiben Sie trotzdem noch ein bisschen liegen. Okay. Ne? Die Ergebnisse waren jetzt noch nicht mit dabei, ne? Nee. Laborergebnisse waren ja auch unterwegs, da ist auch noch nichts von da. Wenn du nichts auf dem Bett hast, dann... Okay. Das muss ich mir mal gerade fragen, weil du das vorher so komisch gesagt hast. Ist irgendwas? Nee, mit seinen... geht super. Ja, nee, ich habe jetzt gerade mit meinem Kollegen gesprochen. So ein bisschen verändert, also noch nicht so ganz klar. Okay. Ja. Mir ist kalt. Sie bekommen gleich eine Decke von uns. Herr Pabbel zwischendurch ein bisschen fragt, man wiederholt sich immer wieder mal. Aber ansonsten ist auf jeden Fall klarer als vorhin. Mir geht super, ja. Ja. Wie würden Sie das denn so bezeichnen? Also so ist er normal? Nee, definitiv nicht. Henrik, was ist los mit dir? Was machst du hier? Warum lachst du? Das ist doch nicht lustig. Ich habe dir mein Auto geliehen, Henrik. Und du verhältst dich so komisch. Du fährst eine Frau an, dann noch der rügelst du dich mit Motorradfahrern. Und ich weiß nicht, dann entführst du, hast du einen Mann entführt? Nein. Bist du dir sicher? Aber du musst ja das Auto anscheinend gefahren haben. Welches Auto? Auf Nachfrage der alarmierten Ärztin räumt Maren ein, dass der früher ausgeglichene Bewährungshelfer schon seit Wochen unter Stimmungsschwankungen leidet. Da ihr Freund offensichtlich nicht mehr weiß, was passiert ist, hofft die 24-Jährige auf Hendriks Handy etwas zu finden, das eine Erklärung zu den Vorfällen liefern kann. Dabei stößt sie auf eine verstörende Nachricht. Hier. Was ist das denn? Nick, das ist er. Ich weiß nicht, was ist das? Das ist Herr Hüttner. Guck mal, schau mal. Tatsache. Woher haben Sie das denn jetzt da? Ja, Nachricht von Nick. Wer ist der Nick? Ich weiß, dass er im Handball... Nick, ich... Du hast im Handballverein, der hat doch im Handballverein einen Nick. Ja. Ich habe ihn noch nie gesehen, aber keine Ahnung. Für mich ist jetzt wichtig, von wann ist denn das Foto? Weil der Patient wird immer noch dringend gesucht, ja? Wenn das jetzt irgendwie total aktuell ist. Ja, das ist ja ganz aktuell. Ja, warum steht da, das ist er? Ich weiß es nicht. Das sieht voll aber danach vielleicht aus. Vielleicht sollten wir einfach mal diesen Nick nach dem Nick forschen lassen, weil er hat anscheinend irgendeinen Kontakt zu ihm und wir brauchen ja den Patienten zurück. Das haben Sie die Nummer von diesem Nick? Ja, ehrlich, ja, das hat sie erzählt. Dass er so, wie du gerade gesagt hast, dringend an die Polizei weitergeben, weil der wird wirklich... Darf ich das Handy haben? Brennt. Kurz, ich bringe ihm das gleich zurück. Ne? Ich bringe es einmal kurz nach vorne, dass wir die Polizei informieren können, okay? Okay, super. Danke dir vielmals. Sagst du direkt Bescheid? Ja, und wenn die Ergebnisse da sind, sollen die mir auch direkt geben. Alles klar, danke. Marie. Kannst du mir jetzt mal erklären, was das zu bedeuten hat? Ich weiß es nicht. Ich
Ich kenne den, aber ich weiß... Du sollst diesen Mann entführt haben. Nein, ich habe gar nichts gemacht. Ich weiß es nicht. Der Patient hatte sich auffällig benommen. Ich hatte den Eindruck, er kann diesem Gespräch hier gar nicht richtig folgen. Von der Freundin habe ich dann erfahren, dass das in jüngster Vergangenheit eben auch schon so gewesen ist und dass sie sich hier große Sorgen gemacht hat. Und da hatte ich schon einen Verdacht. Ich hatte auch einen Parallelfall, wo das schon mal ähnlich verlaufen ist. Da war die Prognose leider nicht so gut und das hat mich natürlich auch selber erschrocken. Boah, geht das bei Ihnen? Ja, geht das? Okay, ich kriege schon hin. Okay. Ja, ja, ganz vorsichtig. Nicht, dass Sie jetzt hier nochmal fallen. Ja. Sie übertreten ihn, ja? Machen Sie ganz langsam. Wir hätten nur tatsächlich ein paar Fragen an Sie. Und zwar sind Sie ja da den zwei Personen hinterher gerannt. Ja, den Hendrik Wagner. Den bin ich hinterher. Mit dem schwarzen Hoodie. Der. Nee. Dem Hendrik Wagner? Ja. Das kann er nicht. Nachbar, ja, aber das kann er nicht gewesen sein. Der hatte keinen schwarzen. Klar, der hat einen schwarzen Hoodie an. Selbstverständlich ist der das. Das ist mein Bewährungshelfer. Ich weiß nur, wer das ist. Wie ist dein Name? Meiner ist Marcel Weile. Marcel Weile. Und was haben Sie gerade mit dem Bewährungshelfer gesagt? In welcher Verbindung stehen Sie? Henrik ist mein Bewährungshelfer und ich musste ihn aufhalten. Marcel vertraute seinem Bewährungshelfer am Telefon an, dass Kumpel Dennis ihn zu einem Einbruch überredet hat. Als Henrik die beiden daraufhin anzeigen wollte, folgten sie ihm mit dem Motorrad bis zur Tankstelle, um ihn aufzuhalten. Als die Vorbestraften den sonst ruhigen 25-Jährigen auf der Toilette zur Rede stellten, rastete er aus, stieß Dennis gegen die Wand und floh im Auto. Bei der Suche nach Yvonnes Vater, der in Lebensgefahr schwebt, kann der Biker jedoch nicht helfen. Die waren halt zu zweit und da war der grauköpfige Mann. Ich weiß auch nicht, wer der alte Opa ist. Ja. Sorry. Ja, und dann bin ich halt hinterhergelaufen und bis hierhin. Und danach hat er mir anscheinend einen Stein über den Kopf gehauen. Das kann ja definitiv nicht sein. Den Herrn Wagner haben wir, wie ich ihn gerade schon mal erklärt habe, gefunden. Was? Ja. Genau, den haben wir vorne auch im Wald verletzt gefunden. Sie haben auf jeden Fall definitiv nicht Herrn Wagner verfolgt. Es muss irgendjemand anders auch mit einem schwarzen Hoodie. Ja, mein Sohn. Sie sagen jetzt, ja, vermutlich aufgrund der aufgefundenen Sachen, der Sohn. Ich verstehe aber genau, den ganzen Zusammenhang. Für Sie zur Beruhigung. Wir haben Ihren Vater aber noch laufend gesehen. Der konnte hier eben noch in den Wald rennen. Ne? Ja, so. Wir haben zwar nicht mehr viel Zeit, genau, aber ihm geht's jetzt noch gut. Ja, für mich stellte sich in diesem Moment die Frage, warum der alte Mann hier war und vor allen Dingen, wer jetzt die Person in dem schwarzen Hoodie war. Zum Glück war die Drohne jetzt bereit. Die hatten einen neuen Standort und konnten die Suche fortsetzen. Denn nur so reicht das Steuersignal der Drohne weit genug, um Rentner Karl zu finden. Gleichzeitig kommt aus der Klinik die Information, dass Yvonnes Sohn und der Fahrer des Fluchtwagens befreundet sind. Deshalb hofft die 42-Jährige, dass Nick nicht in die Entführung seines eigenen Opas verwickelt ist und es ihrem Vater weiterhin gut geht. Da, stopp. Hier unten im Wald ist er. Ach, haben Sie was? Ja, hier. Da müssen wir hin. Da müsst ihr hin, genau. Hier ist die Signatur, die Wärmesignatur. Also 500 Meter da, ne? Okay. Ja, wir haben in 500 Metern ungefähr im Wald rein, ist eine Wärmequelle. Guck mal da. Mama? Hallo? Nick? Hallo? Kannst hier? Du mir mal sagen, was du hier machst? Ist das jetzt Nick? Ja, ist das hier so? Das ist mein Sohn, ja. Okay, was ist denn hier los? Was machen Sie denn jetzt hier? Ja. Warten Sie auf irgendwas? Oder? Ich bin meinen Opa zum See gegangen, aber... Wo ist der Opa? Ich bin am See, der wollte eine Runde da gehen, aber ich bin eben umgeknickt und warte jetzt hier, weil die Schmerzen tun einfach so weh. Was haben Sie denn da gemacht? Ich bin umgeknickt wahrscheinlich, hier verstaucht. Okay, sonst ist erstmal nichts, jetzt nur am Arm. Ja. Okay, und das geht jetzt gerade einigermaßen, ich will jetzt nicht groß zu viel anfassen. Ja, das geht einigermaßen, aber tut halt weh. Weißt du eigentlich, was los ist mit dem Opa? Karl hatte seinem Enkel und dessen Kumpel 500 Euro versprochen, wenn sie ihn heimlich aus der Klinik abholen und zum See fahren. Nach einem kurzen Tankstopp raste Fahrer Hendrik jedoch plötzlich mit seinen Fahrgästen davon, setzte die zwei nahe des Sees ab und warnte sie vor dem Motorradfahrer. Deshalb flohen die beiden sofort, als der Biker auftauchte, und setzten sich zur Wehr, als dieser sie angriff. Was genau Opa Karl am See plante, vermag allerdings auch Enkel Nick nicht zu sagen. Diesen schwarzen Hoodie, den Sie jetzt gerade da anhaben, ja. Hatte den eben der Herr Wagner an? Ja, den hatte ich ihn vorhin geliehen gehabt, ja. Den hatten Sie geliehen und jetzt haben Sie den wieder an? Ja, ihm war kalt und der hat mich und Opa hier rausgelassen und dann habe ich mir den wieder angezogen, weil mir natürlich auch kalt war.
Sie wissen aber, dass Ihr Opa sich gerade in Lebensgefahr befindet, dass wir ihn ganz, ganz schnell finden müssen. Ja. Wieso das? Das wissen Sie. Nein. Ich habe immer noch nicht verstanden, was Nick und mein Vater hier wirklich wollten. Warum wollte mein Vater jetzt ausgerechnet zu diesem See? In der Klinik am Südring hat Birgit Maas indes weitere Tests mit Patient Hendrik durchgeführt und kennt jetzt den Auslöser für die Wesensveränderungen des 25-Jährigen. Da die Erinnerung des Bewährungshelfers inzwischen zurückgekehrt ist, möchte er allerdings zuerst Freundin Maren Rede und Antwort stehen. Ja, dann erzähl mal, was ist los? Hast du irgendwelche Geldprobleme, Spielschulden, irgendwas, was du gemacht hast? Hast du vor irgendwas Angst oder was sollte die ganze Aktion jetzt? Nein, nein, ich... Das war ganz anders. Ich hab Nick. Ich hab dir doch von Nick erzählt, mein Kumpel vom Handballverein. Ja. Und er hat mich gebeten darum, seinen Opa irgendwo hinzubringen. Und ich konnte ihm nicht Nein sagen. Deswegen habe ich auch dein Auto genommen. Ich sollte die zum Wald bringen und ich musste noch tanken. Und an der Tankstelle kamen dann diese beiden Typen. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich hatte auch irgendwie voll die Panikattacke. Nachdem er Straftäter Dennis panisch gegen die Toilettenwand gestoßen hatte, bekam der Bewährungshelfer Angst, Klient Marcel könne sich an ihm rächen wollen. Daher floh er mit seinen Fahrgästen in den Wald und ließ sie am See raus. Weil er sich anschließend ständig nach seinem Verfolger umschaute, fuhr Hendrik gegen einen Baum. Du hättest die Frau fast angefahren. Die ist gerade um ein Haar noch entkommen. Die ist schwer verletzt, sie muss ins Krankenhaus. Ich kann mich echt daran kaum erinnern. Ich weiß es nicht. Ab dem Zeitpunkt, wo die da waren, da ist alles weg. Ich weiß nur, dass ich ins Auto gestiegen bin und dann losgefahren bin. Und das Warum kann ich ein bisschen erklären. Es gibt wirklich tatsächlich eine Erklärung für ihr Verhalten jetzt in der letzten Zeit. Auch, dass sie da so impulsgesteuert waren, auch, dass sie sich teilweise da irgendwie nicht richtig erinnern können und so. Und diese Wesensveränderung, die Sie ja auch mir vorhin beschrieben haben. Es gibt hier wirklich einen Anlass, dass wir vermuten, dass sie einen Tumor im Kopf haben. Was? Ein Tumor im frontalen Bereich. Wie gesagt, das muss natürlich noch weiter untersucht werden. Man sieht da einen Schatten. Und jetzt müssen Sie sich das so vorstellen, wenn ein Tumor natürlich in diesem Bereich wächst, dann drückt er auf anliegende Areale. Und das kann natürlich dann zu diesen Erscheinungen führen, die Sie gehabt haben. Die Diagnose Hirntumor sitzt natürlich erstmal. Und hier kann man auch nicht von vornherein sagen, es wird wieder alles gut. Der Tumor muss hier entfernt werden, einfach weil er durch den Druck auf das umliegende Gewebe natürlich zu Symptomen führt. Dann wird die Histologie entscheiden, ob der Tumor hier gutartig oder bösartig ist. Ist er gutartig, besteht natürlich dann nur noch eine kurze Zeit der Heilung. Ist er allerdings bösartig, zieht das eine ganze Weile an Behandlung noch nach sich, unter anderem Chemotherapie. Und da ist die Prognose nicht immer gut. Da kann ich Ihnen leider die Sorge noch nicht nehmen. Wie gesagt, da werden die Neurologen und Neurochirurgen auch noch mal auf Sie zukommen. Es tut mir leid, ich kann Ihnen da leider jetzt noch gar keine wirkliche Entwarnung geben. Okay. Danke. Es tut mir wirklich leid. Das Leben des vermissten Patienten Karl schwebt ebenfalls weiterhin in Gefahr. Da die Polizistinnen von Enkel Nick erfahren haben, dass sein Opa zum See wollte, können sie mit der Drohne gezielt das Ufer absuchen. Als sie den reglosen 68-Jährigen entdecken, rechnet Tochter Yvonne mit dem Schlimmsten. Ob sie noch erfahren wird, warum ihr Vater sein Leben so leichtfertig aufs Spiel setzte, bleibt ungewiss. Papa! Ach du Schande! Nein! Ich hab's gewusst! Wir sind viel zu spät! Oh mein Gott, Papa! Hallo! Hallo, hören Sie mich? Ja. Oh nein! Okay. Hätte ich das gewusst, ich hätte ihn niemals alleine gelassen. Ja, aber warum ist er auch einfach abgehauen? Ich kann das alles nicht verstehen. Ja, die sind auf dem Weg, die kommen nach. Okay, den brauchen wir dann ganz schnell, weil er braucht Sauerstoff. Er hat Probleme beim Atmen. Papa! Opa, bleib bei uns, bitte! Oh Papa, mach jetzt keinen Mist, bitte! Papa! Wir hatten Glück, dass wir Karl schnell finden konnten, auch dank der Kollegen, die ihn dort auch aufgespürt haben. Und allein vom Sehen auf die Entfernung haben wir gesehen, dass es ihm überhaupt nicht gut geht. Er hat eine starke Atemnot. Problematisch war bei ihm, dass er eine Lungenembolie hat, die besonders schlimm war, sodass kein Sauerstoff mehr ins Blut abgegeben werden kann, was auf Dauer überhaupt nicht gut ist für ihn und bis hin zum Tod führen kann. Deshalb muss man da schnell handeln. Er hat Sauerstoff von uns bekommen, sodass man das Blut einigermaßen damit sättigen kann. Wichtig ist, dass er schnell ins Krankenhaus kommt für eine weitere Behandlung, sodass die Lungenembolie aufgelöst werden kann und er möglichst schnell wieder genesen kann. Hallo, hören Sie uns? Ja. Ja? Was machen Sie hier? Wie kommen Sie überhaupt hierher? Was ist denn los? Ja, ich bin ab. Ich hatte Angst. Die hat mich alle so da angeguckt und wahrscheinlich
ich wieder aus dem Krankenhaus rauskomme. Und deswegen wollte ich ganz ruhig. Unbedingt noch einmal zum See. Ganz ruhig. Wo ich meine Frau den Heiratsantrag gemacht habe. Okay. Mensch, die hätten dir doch da helfen können. Ja, auf jeden Fall ist es wichtig, dass die jetzt erstmal lebend mit uns ins Krankenhaus kommen, wenn sie da noch ein bisschen mehr Zeit haben möchten, ja? So geht das ja auch nicht. Mein Vater, er hat wohl einfach gedacht, dass er nicht mehr lebend aus der Klinik rauskommt. Er hatte schon immer so eine Phobie irgendwie gegen Krankenhäuser. Dass er noch mal da zu dem Ort zurück wollte, wo er meiner Mama damals den Heiratsantrag gemacht hat. Ich konnte es natürlich verstehen. Meine Mama ist schon lange verstorben und ja, jetzt bin ich einfach nur froh, dass alles gut gegangen ist und ja, jetzt kann es einfach nur noch bergauf gehen. Karl wurde schnell in die Klinik gebracht und rechtzeitig operiert, sodass er die Lungenembolie überlebte. Nach 3 Wochen im Krankenhaus nimmt der Rentner jetzt dauerhaft Blutverdünner und fühlt sich wieder rundum wohl. Auch der Gehirntumor von Bewährungshelfer Hendrik wurde erfolgreich entfernt und hat sich als gutartig erwiesen. Nach einer Reha hat sich der 25-Jährige nun wieder voll unter Kontrolle. Aufgrund der Umstände erhielt er wegen Benzindiebstahls und Fahrerflucht nur Geldstrafen. Mit dem Angriff auf Hendrik und Enkel Nick hat Biker Dennis gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen, weshalb er für 3 Monate zurück ins Gefängnis musste. Der vorbestrafte Dennis wurde festgenommen, als er seinen Einbruchsplan umsetzte und ebenfalls zu einer Haftstrafe verurteilt. Der verletzten Jackie und Enkel Nick geht es wieder gut.